Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Willkommen, Leute, zu einer neuen Episode von Oda bestätigt oder FPS-Antworten, wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall sind es Fragen, die Oda gestellt kriegt in den Bändern, also in den Fanpost-Fragen. Und er beantwortet sie. Wir haben die interessantesten Sachen mal wieder rausgesucht. Also die Sachen, die wir hier euch vorstellen, hat Oda so beantwortet. Und das ist eigentlich bestätigt und wird auch so in der One Piece Story weiter gehandhabt, also seine Antworten. Deswegen, ich habe natürlich den Mirolox wieder dabei, Leute. Dort kommt auch eine Folge von Oda bestätigt, FPS-Antworten. Es lohnt sich einfach nach dem Video noch den ersten Link in der Beschreibung abzuchecken und auch Mirolox zu abonnieren, Leute. Die erste Sache, mit der wir uns auseinandersetzen, bezieht sich auf einen Fan, der zu Oda gesagt hat, dass er sich ja oftmals von anderen Anime-Werken inspirieren lässt und dadurch einige Charaktere erschaffen hat. Und dort ist die Frage, ob auch Garp inspiriert wurde durch ein anderes Werk. Und dort in dem Werk geht es darum, dass es die Möglichkeit gibt, dass Garp ein Pirat wird. Und dann wurde die Frage gestellt, ob man das auf One Piece übertragen könnte und ob Garp irgendwann mal auf die Seite der Piraterie wechselt oder ein Pirat damals war. Oda antwortete darauf, dass Garp bis zum Ende seines Lebens, also bis zum Tod, ein Marine bleiben wird. Und das ist auf jeden Fall etwas, was enorm viel Impact in der Story hat, denn es gibt sehr, sehr viele Theorien, wo behauptet wird, dass Garp im Zweifelsfall sich auf Ruffys Seite stellt, also auf die Seite der Piraten und dann gegen die Marine kämpft. Aber ja, oder debunkt das halt hier gerade, denn er sagt, bis zum Tod wird Garp bei der Marine bleiben. Er wird bis zum Tod auf der Seite der Marine stehen, Leute, und das ist auf jeden Fall gut zu wissen, denn es ist halt für einige Theorien so, ich sag mal, der K.O.-Schlag, weil es gab immer so diese Theorie, okay, stellt sich Garp auf die Seite von Ruffy und kämpft gegen die Marine, aber nein, Leute, das tut er nicht, er bleibt bis zum seinen Tod Teil der Marine. Ja, Leute, unser guter Oda wird immer auch gefragt, ob manche Charaktere wirklich an den Charakteren aus unserer realen Welt nachempfunden sind, und Leute, Oda bestätigt dies zum Beispiel von Zorro und von Morgan Alvida. Diese Charaktere sind ja schon ziemlich früh aufgetreten und auch schon ganz am Anfang der Story hat Oda sich wirklich Charaktere aus unserer realen Welt, aus der Geschichte der Menschheit hier aus unserer realen Welt rausgesucht und hat sie in One Piece irgendwie, ob es nur der Name ist oder auch der Charakter, also die Charaktereigenschaften dieser Person ist, mit eingebunden, und ich finde es einfach richtig geil, und er wird halt immer gefragt, ob die Person an die angelehnt ist. Und ja, und er erklärt dann sozusagen auf, auch dass es stimmt oder es nicht stimmt. Ich finde es einfach richtig geil, dass Oda sowas mit einfließen lässt. Das machen wenige Mangakas, also so extrem wie Oda das macht, weil es sind ja wirklich, ich will nicht sagen, fast jeder Charakter ist an jemanden angelehnt, aber die großen Piraten, die namentlichen Piraten bei One Piece, sind alle angelehnt an irgendwelche realen Personen. Das finde ich einfach ultra heftig, deftig, das wisst ihr, Leute. Weiter geht's. Jetzt ein absoluter Klassiker, den bestimmt der ein oder andere auch schon weiß oder zumindest schon mal in den ein oder anderen Video vielleicht auch mal gehört hat. Und zwar wissen viele vielleicht auch schon, warum Ruffy niemals einen Gegner tötet, beziehungsweise warum es quasi besser ist, den Gegner nicht zu töten. Denn ein Zuschauer hat Oda gefragt, warum tötet Ruffy niemanden, gegen den er kämpft? Denn oftmals kämpft er gegen Leute, die enorm böse sind. Man darf ja auch nicht vergessen, viele seiner Gegner töten andere Leute, töten Unschuldige und so weiter und so fort. Aber Ruffy tötet sie nie. Und die Begründung von Oda ist es, dass es für einen Piraten zum Beispiel viel schlimmer ist, besiegt zu werden, als getötet zu werden. Denn wenn man im Kampf stirbt und ja dann quasi im Kampf fällt, hat man quasi noch so ein gewisses Stück Ehre, man hat für das gekämpft, aber wenn man nur besiegt wird und dann der Marine überlassen wird, in Impel Down kommt und so, dann ist es halt in gewisser Weise eine Schande, und das ist das, was es halt ausmacht, dass Ruffy niemanden tötet. Natürlich ist es keine persönliche Entscheidung von Ruffy, sondern mehr eine Entscheidung von den Autor oder selbst, quasi, dass Ruffy keine Charaktere tötet, aber es ist auf jeden Fall eine gute Begründung, finde ich, denn wenn man mal darüber nachdenkt, muss man schon sagen, dass Oda in gewisser Weise recht hat. Denn ziemlich viele Charaktere sind schon sehr stolz auf das, was sie leisten. Und wenn diese dann besiegt werden, dann ist das schon ziemlich schmerzvoll, kann ich mir vorstellen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen wirklich schlimmer als der Tod. Ja, liebe Leute, jetzt kommt was ziemlich Interessantes, finde ich. Und zwar wurde im Kapitel 33, wurde Oda gefragt, ob sein echter Name Eiichiro Oda ist. Oder ob es vielleicht nur ein Pseudonym ist, unter dem er One Piece sozusagen veröffentlicht, damit er nicht so komplett mit seinem echten Namen in der Öffentlichkeit steht. Aber Leute, er heißt wirklich Eiichiro Oda und ist geboren am 1. Januar. Am 1. Januar, Leute, das ist echt irgendwie komisch. 1975 ist Blutgruppe A.
ist Steinbock vom Sternzeichen und ist geboren im Jahr des Hasens. Er liebt Filme und er arbeitet hart. Das hat er geantwortet zu seinem eigenen Charakter, zu seinen eigenen Eigenschaften. Ich find's einfach geil, dass wir auch mal ein bisschen was über ihn erfahren und schon so am Anfang in Kapitel 33. Wie gesagt, Leute, ich sag's immer wieder, es lohnt sich einfach, diese FPS-Parts sich durchzulesen. Wie auch so eine Sache mit Garp und so eben am Anfang. Ist einfach zu geil, Leute. Das war's auch schon mit dem Video. Guckt bei Myrolox vorbei, da haben wir noch ein Part aufgenommen. Wie gesagt, es lohnt sich, wie gesagt, ich find's einfach richtig geil, dass man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut von One Piece und einfach mal so, ja, so ein paar Zwischeninformationen kriegt, die man sonst nicht kriegen würde, wenn man nur den Anime guckt oder den Manga liest. Deswegen, Leute, freut es mich immer, so ein Video zu machen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, ciao und tschüss, ciao und tschüss.